Zeuge Michael Musmano, USA, Richter am obersten Gericht des Staates Pennsylvania, 67 Jahre, 147. Verhandlungstag, 29.03.1965. Impossible against perjury. Sein Eid bezieht sich auch auf die Angaben über seine Person, also auf die Personalien. Your oath will also extend to the statements as to your personal data. Sind Sie, Herr Zeuge, damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Mr. Witness, are you willing to have your testimony taped for the purpose of refreshing the memory of the court? I am perfectly willing that that be done. Ich bin vollkommen damit einverstanden, dass das getan wird. Darf ich Sie zunächst um Ihre Personalien bitten? Sie heißen mit Vornamen. May I first ask you for your personal data? Your first name is? Michael Angelo Musmano. 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 Ja, mit zwei N. Musmano. Wie N's alt Musmano. Sind Sie, Herr Zeuge? How old are you, Mr. Witness? 67. 67 Jahre alt, sind Sie verheiratet? 67 years old, are you married? I am not married. Ich bin nicht verheiratet. Sind Sie ledig oder verwitwet? Are you single or are you widowed or? I am single, I'm a bachelor. Ich bin ledig, ich bin Junggeselle. Ledig und wohnen in? You reside at? I reside in Stowe Township, Stowe Township. Pennsylvania. Ich bin in Stowe Township, Pennsylvania, wohnhaft. Ja, wollen Sie das bitte auch buchstabieren? Wie ist das? Stowe Township. Und von Beruf? And by occupation? I am a justice of the Supreme Court of Pennsylvania. Ich bin Richter am obersten Gericht für Pennsylvanien. Mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert. You are not related to or an in-law of one of the accused. I am not. Das bin ich nicht. Herr Zeuge, Sie sind Richter gewesen am Nürnberger Gerichtshof. Mr. Witness, you were a judge at the Nuremberg Tribunal. I was. Das war ich. Ist Ihnen aus dieser Zeit oder aus anderer Zeit etwas darüber bekannt, welches Schicksal die Leute zu erwarten hatten, die sich geweigert haben, unschuldige Personen zu töten? Is anything known to you from that time or from another time, what fate expected those people who refused to kill innocent people? I am thoroughly informed on that subject, Mr. President. Herr Präsident, ich bin über diesen Gegenstand ziemlich unterrichtet. Wollen Sie uns bitte sagen, was Sie wissen und woher Sie dieses Wissen haben? Would you please tell us what you know and where you have gained this knowledge from? Yes. Jawohl. At the termination of World War II. Bei der Beendigung von der Zweiten Weltkrieg. I was instructed by my superiors in the Navy. Wurde ich durch meine Vorgesetzten in der Marine beauftragt? Because I was a commander in the United States Navy. Da ich Kommandeur in der Vereinigten Staaten Marine war. To conduct an investigation into the disappearance of Adolf Hitler. Eine Untersuchung anzustellen über das Verschwinden von Adolf Hitler. At that time, a controversy raged as to whether he was alive or dead. Zu der Zeit bestand eine Kontroverse, ob er am Leben oder tot wäre. And we felt that if he was not dead, then the war was not over. Und wir waren der Auffassung, dass wenn er nicht tot sei, der Krieg noch nicht vorüber wäre. And if he was dead, but reported to be alive, that this would constitute a threat to the harmony and the peace of Europe.
Und dass, wenn er tot wäre und jedoch noch gesagt würde, dass er am Leben sei, würde dies eine Bedrohung der Harmonie und des Friedens in Europa darstellen. I therefore launched an investigation which brought me into immediate contact with people who were intimately, had been intimately associated with Adolf Hitler. Daraufhin stellte ich eine Untersuchung an, welche mich mit Leuten in Berührung brachte, welche mit Adolf Hitler in intimer Beziehung standen. I saw about 200 people who were close to Hitler. Ich sah etwa 200 Personen, die Hitler nahe standen. One of them was Walter Schellenberg. Einer von ihnen war Walter Schellenberg. Walter Schellenberg was an assistant to Reinhard Heydrich. Walter Schellenberg war ein Gehilfe Reinhard Heydrichs. He was a deputy to General Heinrich Müller. Er war Stellvertreter von General Heinrich Müller. He was a major general in the SS. Er war ein Generalmajor in der SS. I found him to be one of the best informed individuals in the Nazi hierarchy. Ich habe ihn als einen der bestinformierten Individuen in der Nazi-Hierarchie gefunden. In addition to these various offices which he held, zusätzlich zu den verschiedenen Ämtern, die er innehatte, he had had a very close association with Hitler, hatte er ein enges Verhältnis mit Hitler, who had assigned him to some rather important missions, welche ihm ziemlich wichtige Aufgaben zugewiesen hatte. One of them was to kidnap the Duke of Windsor. Eine von ihnen war, den Herzog von Windsor zu fangen. Von Ribbentrop asked him to accompany him to Russia. Von Ribbentrop forderte ihn auf, ihn nach Russland zu begleiten, where he was to be received by Stalin, wo er von Stalin empfangen werden sollte. And Schellenberg was to shoot Stalin. Und Schellenberg sollte Stalin erschießen. And he was to do this by means of a pistol which was fashioned into the shape of a fountain pen. Und er sollte das mittels einer Pistole tun, welche die Form einer Füllfeder hatte. I had many interviews with Walter Schellenberg. Ich hatte viele Vernehmungen mit Walter Schellenberg. And in these interviews I asked him about the terrible atrocities which were being reported as having occurred in the concentration camps. Und während dieser Unterredungen fragte ich ihn über diese schrecklichen Grausamkeiten, die sich ereignet hatten in den Konzentrationslagern. I said to him that I could not understand. Ich sagte ihm, dass ich nicht verstehen könne, how the German people, wie das deutsche Volk, who had a heritage of respect for law, die ein Erbe für for humanity, Achtung vor dem Recht, vor der Menschheit, yet could have had individuals, hatten jedoch Personen haben könnten, who had committed these horrible deeds, die diese schrecklichen Taten, which were now coming to light, welche jetzt ans Licht kämen. It was shortly after a congressional committee from the United States had made an investigation into various concentration camps, ein Kongressausschuss der Vereinigten where Staaten hundreds hatte, of thousands of skeletons were found, hatte Ermittlungen angestellt in ein Konzentrationslager, wo Hunderttausende von Skeletten gefunden wurden. I asked Mr. Schellenberg how he could explain this. Ich fragte Herrn Schellenberg, wie er dies erklären könne. He said that this was war. Er sagte, dass dies Krieg wäre. I said, but you have not answered my question. Aber ich sagte ihm, Sie haben nicht how meine could Frage individuals beantwortet, with the heritage which I've indicated to you commit these savage acts? Wie können Personen mit dem Erbe, wie ich es Ihnen gesagt habe, solche wilde Taten begehen? He said that in every nation there are bad people. Er sagte, in jeder Nation gibt es schlechte Menschen. And despite the civilization in which they live,
Und trotz der Zivilisation, in der sie there are individuals who are sadistically inclined. Gibt es Personen, die sadistisch veranlagt sind? I said, then would you indicate, Herr Vorsitzender, that those who ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich glaube, dass das, was der Zeuge Ihnen jetzt vorträgt, nicht die Antwort auf Ihre Frage ist. Sie hatten den Zeugen doch gefragt. Ja, er kommt ja jetzt darauf zu sprechen, Herr Rechtsanwalt, ich nehme es jedenfalls an. Ja. Er sagt, ja, ich habe auch schon einige Zeit darauf gewartet, aber ich habe mich gewundert, dass es solche Leute gäbe, und daraufhin hat Herr Schellenberg ihm gesagt, es gibt in jeder Nation solche Leute, und nun will er gerade weiterfahren. Ich nehme an, dass er dann bitte, Herr Vorsitzender, den Zeugen auf Ihre Frage zurückzuführen. Ja. Also sagen Sie bitte dem Herrn Zeugen, er möge möglichst auf die Frage zurückkommen, was mit den Leuten geschehen sei, die sich geweigert hätten, unschuldige Personen zu töten. Mr. Witness, if possible, would you please come back to the question as to what happened to those people who refused to kill innocent people? Yes. Yeah. I asked him specifically, ich habe ihn insbesondere gefragt, how these individuals could commit these deeds, wie diese Personen and diese he Taten says, begehen können. Because they wanted to. Und er sagte mir, weil sie dies wollten. I said, do you mean by this that if a person did not want to kill unarmed civilians, he did not have to? Ich fragte ihn, meinen Sie damit, dass wenn jemand nicht wolle, dass er unbewaffnete Zivilisten tötet, dass er das nicht tun muss? He said, I mean exactly that. Und er sagte mir, das meine ich genau. The SS is founded on a system of maximum efficiency. Die SS ist auf einem System der maximalen Wirksamkeit begründet. And if anyone in the SS could not perform executions, und wenn irgendjemand in der SS Hinrichtungen nicht ausführen könne, that he could be excused, dass er dann davon entschuldigt werden könne. And many were excused. Und viele wurden davon entschuldigt. He says, I want to inform you, Commander, er sagte mir, ich möchte Sie davon that this informieren, was not done out of compassion for the individual, Kommandeur, dass das nicht aus Mitleid für or die Person out of sympathy for him, oder aus Sympathie für ihn, but because if he was unable to shoot down aber or er, killed in the concentration camps, wenn er nicht imstande wäre, helpless civilians, wenn er nicht imstande wäre, in einem Konzentrationslager hilflose Zivilisten niederzuschießen, that he would impede the efficiency, dass er die Wirksamkeit beeinträchtigen würde, of the SS. Der SS. And that he knew of many instances, und dass er von vielen Fällen wüsse, of individuals who could not kill innocent unarmed civilians, wo Personen unschuldige, unbewaffnete Zivilisten who nicht were konnten, reassigned to other duties, die dann anderen Diensten, Dienstpflichten zugewiesen wurden. I asked him particularly about the Einsatzgruppen, ich fragte ihn insbesondere über die Einsatzgruppen, and about the individuals who were in the East, und über diese Personen, die im Osten waren. And he said he knew that if they could not shoot down women and children, that they were sent home. Dass er sagte, dass er wisse, wenn sie Frauen und Kinder nicht niederschießen konnten, dass sie nach Hause geschickt wurden. He knew General Ohlendorf, who was the commander of Einsatzgruppen D. Er kannte General Ohlendorf, den Kommandeur der Einsatzgruppe D. And knew that Ohlendorf had released many of his SS men, und wusste, dass Ohlendorf viele seiner SS-Leute entlassen hätte, because they could not shoot down these unarmed civilians, weil sie diese unbewaffneten Zivilisten nicht niederschießen konnten.
In fact, Ollendorf gave an order. Tatsächlicherweise hat Ollendorf einen Befehl erlassen. Married men in his Einsatzgruppe. Dass verheiratete Männer in seiner Einsatzgruppe would not be required to shoot women and children, nicht verpflichtet werden, Frauen und Kinder zu erschießen, because he feared that emotion might overcome them as they thought of their own wives and children, weil er fürchtete, dass sie die Gefühle überwältigen würden, wenn sie an ihre eigenen Frauen und Kinder dächten, and they could bungle their shots, und dass sie ihre Schüsse fehlgehen könnten. I spoke to others on this very same subject. Ich sprach mit anderen über dieses selbe Sachgebiet. I spoke to General Karl Koller. Ich sprach mit General Karl Koller, who was the chief of staff of the Luftwaffe. Der Generalstabschef der Luftwaffe war. He spent considerable time with Adolf Hitler in the bunker. In the Reichschancellery in Berlin. Er verbrachte ziemlich viel Zeit mit Adolf Hitler im Bunker der Reichskanzlei in Berlin. During the latter days of the war, während der letzten Tage des Krieges, Hitler issued an order, gab Hitler einen Befehl aus, that all allied pilots, dass alle alliierten who Piloten, had parachuted into German territory, die über deutschen Gebiet abgesprungen waren, were to be shot, erschossen werden sollten. An official order was issued to this effect. Ein amtlicher Befehl dahingehend wurde ausgegeben. Koller took this order to Kaltenbrunner. Koller brachte diesen Befehl an Kaltenbrunner, who headed the SD, der der SD vorstand, as well as the Reich Security Main Office. Wie auch dem Reichssicherheitshauptamt. And he said to Kaltenbrunner, "This is a criminal order." Und er sagte zu Kaltenbrunner, das ist ein krimineller Befehl. And anyone who fulfills this order, und jedermann, der diesen Befehl durchführt, will be guilty of murder, wird des Mordes schuldig sein. We are in the latter days of the war. Wir sind in den letzten Tagen des Krieges. It's quite apparent we've lost the war. Es ist ganz offensichtlich, dass wir den Krieg it's verloren haben. It's obvious that we will be captured. Es ist offensichtlich, dass wir gefangen genommen werden. And we will have to answer for the killing of these allied pilots. Und dass wir uns für die Tötung dieser alliierten Piloten verantworten müssen. Kaltenbrunner said, "I agree with you completely." Kaltenbrunner sagte, ich stimme mit Ihnen völlig überein. Kaltenbrunner actually said that he told Hitler himself Kaltenbrunner sagte tatsächlich, that he could not execute this order because it was criminal. Dass er Hitler selbst gesagt hätte, er könnte diesen Befehl nicht durchführen, weil er verbrecherisch wäre. Kaltenbrunner told Koller Kaltenbrunner sagte Koller, that he would refuse to obey this order because it was criminal, dass er diesen Befehl verweigern würde, weil er verbrecherisch wäre, but that he would have great trouble with Adolf Eichmann, jedoch dass sie große Schwierigkeiten mit Adolf Eichmann haben würden, who was determined to kill every allied pilot, der entschlossen war, jeden alliierten Piloten zu töten, Jewish, der jüdisch war, or who was of Jewish blood, oder jüdischen Blutes war, to the ultimate extent, zum den endgültigen Ausmaß, said to him, if he had only one corpuscle of Jewish blood in his body, had to be killed. Dass jedermann, der auch nur ein Blutkörperchen jüdischen Blutes in seinem Kreislauf hätte, getötet werden müsse. Koller spoke to Eichmann. Koller sprach mit Eichmann along this line, telling him that this would be murder, dahingehend, dass dies Mord sein würde, if any of these pilots were killed, wenn irgendeiner dieser Piloten getötet würde. And Eichmann told him that if any of these pilots were Jews, und Eichmann half sagt, Jews, part Jews, they had to die. Und Eichmann sagte ihnen, wenn irgendeiner dieser Soldaten jüdisch, halbjüdisch oder teiljüdisch wäre, müsste er sterben. Koller then circumvented the order. Koller umging dann den Befehl. He had these allied pilots who were at that time in certain segregated places,
Er hatte diese alliierten Piloten, der zu der Zeit in gewissen abgeschiedenen Orten gehalten wurden. Er hatte diese alliierten Piloten, die zu der Zeit getrennt gehalten wurden. Distributed among many prisoner of war camps, auf viele Kriegsgefangenenlager verteilt, mixed with other prisoners of war, sie mit anderen Kriegsgefangenen vermischt, so that they could not be easily identified, so dass sie nicht leicht festgestellt werden konnten, as these pilots whom Hitler had ordered shot, als diese Piloten, von denen Hitler befohlen hatte, dass sie erschossen werden sollten. I spoke, as I said, Mr. President, to many individuals on this subject. Ich sprach, wie ich schon gesagt habe, Herr Präsident, mit vielen Personen über diesen Gegenstand. One I remember particularly because he had studied in my home state of Pennsylvania. An einen erinnere ich mich besonders, weil in meinem Heimatstaat Pennsylvania studiert hatte. That was Professor Hugo Blaschke. Das war Professor Hugo Blaschke. Who was dentist to Adolf Hitler? Der Adolf Hitlers Zahnarzt war. And also held the rank of general in the SS. Und ebenso den Rang von eines Generals in der SS innehatte. I saw him a number of times because he was in a prisoner of war camp close to Nuremberg. Ich sah ihn eine Anzahl von Zeiten, da in einem Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Nürnberg war. And in view of the fact that he had this American background, und hinsichtlich der Tatsache, dass diese amerikanische Vorgeschichte hatte, wurden wir sehr freundschaftlich. And he spoke to me quite frankly, und sprach mit mir ganz offen about his days with Adolf Hitler, über seine Tage mit Adolf Hitler. He not only treated Adolf Hitler dentally, er behandelte nicht nur Adolf Hitler zahnärztlich, aber er behandelte auch Eva Braun, Feldmarschall Göring and those in the immediate official family of Adolf Hitler. Und die in der engsten Familie Adolf Hitler. Thus he was very familiar with the policies and the program of Adolf Hitler and his immediate entourage. Also war sehr vertraut mit dem Gehaben und mit dem Programm von Adolf Hitler und seiner engsten Umgebung. And I put to him the question, which I put to others, und ich stellte ihm die Frage, die ich auch anderen stellte. How could Germans with their heritage of respect for law and humanity, wie konnten Deutsche, commit these unspeakable deeds? Wie konnten Deutsche mit ihrem Erbe für and he said they committed them because they wanted to. Für Achtung vor dem Recht und der Menschheit solche schreckliche Verbrechen begehen, und sagte mir, dass sie begangen haben, weil sie es wollten. Würden Sie dem Herrn Zeugen sagen, möge doch sie erst ausreden lassen? Ja? Mr. Witness, would you please do I understand from what you tell me that if one did not wish to execute a criminal order that he did not need to? Wollen Sie mir, soll ich dem entnehmen, was Sie mir sagen, dass wenn jemand einen verbrecherischen Befehl nicht ausführen wollte, dass er das nicht zu tun brauchte? And he said, Captain, because by that time I'd been promoted to Captain, my answer is in the affirmative. Und sagte mir, Kapitän, ich war zu der Zeit zum Kapitän befördert worden, die Antwort ist ja. He said that these individuals who committed these horrible deeds, sagte, diese Personen, die diese schrecklichen Taten begangen haben, were serving their own personal objectives. Dienten ihrem eigenen persönlichen Zweck. Some because they just had pleasure in killing. Einige, weil sie Vergnügen daran fanden zu töten. Some because they saw that they might be promoted for the great numbers they had killed. Und einige, weil sie sahen, dass sie vielleicht befördert würden für die große Anzahl, die sie getötet hätten.
Of course, when I speak of the killings, I am referring not to killings in war on the battlefield. Selbstverständlich, wenn ich von Tötungen spreche, so nicht von Tötungen zu Kriegszeiten auf dem Schlachtfeld, but killings in the concentration camps, sondern Tötungen in Konzentrationslagern. And on the fields of the Einsatzgruppen. Und auf dem Feld der Einsatzgruppen. He said also that they derived a great advantage in performing these deeds. Er sagte auch, dass sie große Vorteile erlangten, indem sie diese Taten begingen. Because in this way they did not have to go to the battle front. Weil sie auf diese Art nicht an die Front brauchten. Herr Vorsitzender, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Zeuge gestellt worden ist als Zeuge. Das, was er jetzt sagt, ist nicht mehr Zeugnis, sondern das sind zusammengefasste Angaben von Personen, die wir nicht kennen. Es ist also ein Bericht, es ist ein Referat, aber es ist kein Zeugnis. Und ich möchte aus diesem Grunde der weiteren Vernehmung, falls sie nicht gestraft und auf Tatsachen beschränkt wird und bleibt, widersprechen. Herr Rissmann, der Zeuge erzählt uns von Gesprächen, die er gehabt hat mit maßgeblichen Leuten, die er vernommen hat und die ihm bei diesen Gesprächen immer wieder versichert haben, derjenige, der diese Erschießung nicht vornehmen wollte, der brauchte sie nicht vorzunehmen. Aber wenn sie vorgenommen worden sind, dann geschah das eben aus Gründen, die auf der persönlichen Ebene lagen. Nun, diese Berichte, die der Zeuge ja selbst bekommen hat, sollten ja doch durchaus als Tatsachen gelten können, wenn auch nicht diese Zeugen hier unmittelbar vernommen werden können. So aber doch ist das eben ein Zeuge von Hörensagen. Ja, Herr Vorsitzender, nur ein Beispiel. Das Gespräch, was der Zeuge soeben schilderte, hat er mit einem Zahnarzt geführt. Ich habe nichts gegen Zahnärzte, aber ob ein Zahnarzt ein Mann ist, der tatsächlich kompetent ist, dem damaligen Richter über Dinge, über die er uns jetzt berichtet hat, ein kompetentes Urteil abzugeben. Das Gericht entscheiden. Aber sollte man dann nicht besser einen wirklichen Sachverständigen zu diesen Fragen hören? Wir haben ja zu Beginn dieses Prozesses Sachverständige gehört, obwohl diese Zeugnisse oder die Gutachten dieser Sachverständigen mehr oder weniger in der Luft hingen. Und ich habe ja damals darauf aufmerksam gemacht, dass man eben auch für spezielle Punkte Sachverständigengutachten einholen sollte und nicht nur, weil damals die Staatsanwaltschaft die Zeit etwas ausfüllen wollte. Das war ja doch damals so. Nun, aber um darauf zurückzukommen. Die Ausführungen des Herrn Rechtsanwalts Dr. Laternzer dienen offensichtlich der Störung der Vernehmung des Zeugen. Sie haben mit der Vernehmung schon nichts mehr zu tun. Ich bitte doch darauf zu dringen, dass der Zeuge hier weiterreden kann. Außerdem sollte der Herr Verteidiger nicht plädieren. Er kann die Bewertung dieser Zeugenaussage in seinem Plädoyer berücksichtigen, sondern sollte den Zeugen doch jetzt, wie Herr Kollege Kückler eben sagte, nicht weiter stören. Ich habe nicht plädiert, Herr Oberstaatsanwalt, sondern ich habe nur meine Unterbrechung dieser Vernehmung zu begründen versucht. Und ich bin der Meinung, dass es sich dabei nicht um ein Zeugnis handelt. Und das müsste gerade dieser Zeuge, der aus dem angloamerikanischen Rechtskreis kommt, in dem das Hörensagen keinerlei Bedeutung hat. Ich muss dieser Kritik auch widersprechen. Es geht nicht an, dass Verteidiger zu einem Zeitpunkt, wo sie überhaupt noch nicht am Wort sind, hier irgendeine Bewertung, sogar eine Kritik an Zeugen. Also der Zeuge wird jetzt weiter vernommen. Bitte schön. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie hier gehört hätten, dass die Leute um ihrer eigenen Beförderung willen oder aus sonstigen persönlichen Gründen sich an diesen Erschießungen beteiligt hätten. Mr. Witness, you have just testified that those people participated in the shootings in order to get promoted or for personal motives. Ja. Haben Sie auch diesen Generalmajor Heinz Jost gekannt? Did you also know that Major General Heinz Jost? Yes. Yes, I knew him very well. Ja, ich kannte ihn sehr gut. Und haben Sie mit diesem Generalmajor Jost gesprochen über die Frage, ob er selbst diese Tötungen gutgeheißen hat und was er eventuell
unternommen hat, um diesen Tötungen auszuweichen. Did you talk to him whether he approved, he himself approved of those killings and what he did in order to evade those killings? Major General Heinz Joost stated that he was opposed to the killings. Generalmajor Heinz Joost sagte, dass die Tötungen ablehne. And that after a number of killings had occurred, he received an official order from Himmler to carry on further killings. Und dass nachdem eine Anzahl von diesen Tötungen durchgeführt worden waren, einen amtlichen Befehl von Himmler erhielt, mit diesen Tötungen fortzufahren. He put this order in the safe. Er hat diesen Befehl in den Stahlschrank gelegt. And refused to execute the order. Und weigerte sich, diesen Befehl auszuführen. In addition to this, he spoke with Himmler. Zusätzlich sprach mit Himmler. And indicated to him that he could not go on with this horrible slaughter. Und dass nicht sagte ihm, dass nicht fortfahren könne mit diesen schrecklichen Schlachten. That his spirit would not permit him to kill and shoot down innocent, helpless, unarmed men, women and children. Dass ihm sein Gewissen nicht erlaube, weiter fortzufahren, unschuldige und unbewaffnete Frauen und Kinder niederzuschießen. Himmler was very angry at this statement by Joost. Himmler war sehr zornig wegen dieser Aussage. Even though Himmler himself had said at Posen that if there are SS men who cannot kill, then they should not be in the SS. Obwohl Himmler selbst gesagt hätte, dass in Posen, dass wenn SS-Leute nicht töten können, sie nicht in der SS sein sollten. Joost pressed his point and was finally relieved from the commandership of the Einsatzgruppe. Joost bestand auf seinem Standpunkt und wurde schließlich von seinem Posten des Chefs der Einsatzgruppe abgelöst. He asked to be assigned to frontline duty. Er bat, in den Frontdienst versetzt zu werden. And he was so assigned. Und wurde so versetzt. He was reduced in rank to a sergeant. Wurde zum Feldwebel degradiert. And he was subjected to inconvenience. Und es wurden ihm Unbequemlichkeiten verursacht. Aber wurde nicht erschossen. Kannten Sie den Oberstleutnant Noske? Did you know Lieutenant Colonel Noske? I knew Gustav Noske very well. Ich kannte Gustav Noske sehr gut. After he had completed his assignment with the Einsatzgruppe, he was transferred to service in Germany. Nachdem seine Aufgabe bei der Einsatzgruppe erfüllt hatte, wurde nach Deutschland versetzt. And he was assigned particularly to Düsseldorf. Und wurde insbesondere nach Düsseldorf zugewiesen. Where he was ordered to kill all Jews. Wo man ihn aufgetragen hat, alle Juden zu töten. In Düsseldorf there were many half-Jews. In Düsseldorf gab es viele Halbjuden. That is individuals who had as one parent a Jew, another parent as a German. Das sind Personen, die einen Elternteil einen Juden gehabt hatten und das andere Elternteil einen Deutschen. He could not carry out this order. Und sagte, dass diesen Befehl nicht ausführen könne. Because he refused to carry out this order, weil sich weigerte, diesen Befehl auszuführen, he was subjected to some discomfort. Wurde ihm einige Unbequemlichkeiten bereitet. He was not shot. Wurde nicht erschossen. He wasn't even downgraded. Wurde nicht einmal degradiert. Kannten Sie den SS-Führer Erwin Schulz? Did you know the SS leader Erwin Schulz? I did. Den habe ich he gekannt. Also indicated auch sagte, that he was not able spiritually, mentally and otherwise, dass geistig und seelisch anderweitig to carry out these inhuman orders. Nicht imstande wäre, diese unmenschlichen Befehle auszuführen. He requested to be transferred.
Er beantragte, versetzt zu werden. He requested be taken out of the Einsatzgruppen. Er beantragte, aus der Einsatzgruppe herausgenommen zu werden. This request of his got to Heydrich himself, Reinhard Heydrich. Dieser Antrag von ihm wurde Heinrich Heydrich selbst vorgelegt. And Heydrich himself released Erwin Schulz from duty in the Einsatzgruppen, where he had to shoot unarmed civilians. Und Heydrich hat selbst Heinrich Schulz abgelöst von der Einsatzgruppe, wo er unbewaffnete Zivilisten erschießen musste. And at Nuremberg I saw the actual order that was signed by Heydrich. Und in Nürnberg habe ich den tatsächlichen Befehl gesehen, der von Heydrich selbst unterschrieben war. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft? Zeuge, kannten Sie den SS-Führer Dr. Six? Mr. Witness, did you know the SS leader Dr. Six? I knew Dr. Alfred Six very well. Ich kenne Dr. Alfred Six sehr gut. He also complained that he was unable to carry out these orders, which included the massacre of innocent, unarmed civilians. Auch er hat sich beklagt, dass er diese Befehle nicht ausführen konnte. Auch er hatte sich beklagt, dass er diese Befehle nicht ausführen könne, und er beantragte, von der Einsatzgruppe wegversetzt zu werden. He had been assigned to the Vorkommando Moskau. Er war dem Vorkommando Moskau zugewiesen. By constantly requesting to be transferred out of the Einsatzgruppe, durch ständige Anträge von der Einsatzgruppe wegversetzt zu werden, this transfer was finally effected. Wurde diese Versetzung schließlich bewirkt. And he was returned to the Reich Security Main Office. Und er wurde ans Reichssicherheitshauptamt zurückversetzt. And he was placed in charge of Amt 7. Und man setzte ihm den Amt 7 vor. Which had to do with scientific exploration, discoveries and so on. Welches mit wissenschaftlichen Entdeckungen und so weiter zu tun hatte. After he'd been there a while, he still complained because he did not want to be in the SS at all. Nachdem er eine Zeit lang dort war, beklagte er sich wieder, er wollte überhaupt nicht in der SS sein. And he requested to be transferred out of that, and he was released completely, and he went back to the University of Berlin, where he was a professor. Und er beantragte, dass er dort wegversetzt würde, und er wurde auch entlassen und wurde dann Professor an der Universität Berlin. Herr Zeuge, ist Ihnen ein Oberscharführer Graf, ein SS-Oberscharführer Graf in Erinnerung? Mr. Witness, do you recollect an SS-Oberscharführer Graf? Yes, Mr. President, as some of these individuals had indicated to me that if a person did not want to fulfill these criminal orders, that there was a way out of not actually participating in what amounted to murder, I give the instance of Matthias Groff. Ja, Herr Präsident. Wie mir einige dieser Leute gesagt haben, gab es einen Ausweg für diese Leute, um nicht an den Massakern teilzunehmen. Und ich führe Ihnen als Beispiel den Fall des Graf an. He was assigned to the Einsatzgruppen. Er war den Einsatzgruppen zugewiesen. His rank originally was corporal. Sein Rang war Korporal ursprünglich. Then he was promoted to Sergeant. Dann wurde er zum Unteroffizier befördert. And then to Master Sergeant. Und dann zum Feldwebel. When he attained the grade of Master Sergeant, als er den Grad des Feldwebels erreicht hatte, he was ordered to take command of a Sonderkommando, wurde ihm ein Sonderkommando zugewiesen, to kill unarmed civilians. Unbewaffnete Zivilisten zu töten. He refused to do this. Er weigerte sich, das zu tun. He was subjected to inconveniences and discomforts. Es wurden ihm Unbequemlichkeiten bereitet und Ungelegenheiten. But he was not shot. Aber er wurde nicht erschossen.
He was eventually released from the Einsatzgruppen. Er wurde schließlich von den Einsatzgruppen abgelöst. He appeared at the Einsatzgruppen trial. Er erschien bei der Verhandlung der Einsatzgruppen. He sat there in the dock for 7 months before me. Er saß dort in der Anklagebank 7 Monate vor mir. And after I heard his testimony, und nachdem ich seine Aussage angehört hatte, and the testimony of others with regard to him, und die Aussagen anderer, die sich auf ihn bezogen, I acquitted him completely. Sprach ich ihm völlig frei. And he walked out of the courtroom a free man. Und er ging als freier Mann aus dem Gerichtssaal. Herr Zeuge, sind Ihnen Versetzungsgesuche von SS-Offizieren, SS-Führern bzw. SS-Mannschaften bekannt, um mörderische Befehle nicht ausführen zu müssen? Mr. Witness, do you know of requests of SS officers or enlisted men or leaders for transfers? In order not to have to carry out murder unter seinem Kommando nicht imstande wären, that he himself took a personal interest in these cases, Frauen und Kinder niederzuschießen, nahm er selbst Interesse an der Sache, and saw that the men were released from this duty, und sagte dafür, dass der Mann von diesem Dienst abgelöst wurde. Danke. Hartl also, a man by the name of Hartl, I think his first name was William, I don't recall. Hartl auch, ein Mann namens Hartl, ich glaube, sein Vorname war Wilhelm. But he was with one of the Einsatzgruppen under General Thomas. Aber er war zusammen mit General Thomas bei den Einsatzgruppen. And he testified that General Thomas would not tolerate. Und er sagte aus, dass General Thomas nicht duldete. Having in his organization. In seiner Organisation any individual who could not shoot down men, women and children. Irgendeine Person, die nicht imstande wäre, Männer, Frauen und Kinder niederzuschießen. There were men in his command who became ill. Es waren Personen unter seinem Kommando, die krank when wurden. They had to shoot down unarmed men, women and children standing before the ditch into which they fell after they were shot. Die krank wurden, wenn sie Frauen, Männer, Frauen und Kinder niederschießen mussten, die vor dem Graben standen und in den Graben fielen, als sie erschossen wurden. And General Thomas released them because he could not have these weaklings or bunglers in his command. Und General Thomas entließ sie, weil er diese Schwächlinge und Versager nicht unter seinem Kommando haben konnte. There were some of the soldiers in the Einsatzgruppen. Es waren einige solcher Soldaten in den Einsatzgruppen, die unbewaffnete Zivilisten nicht niederschießen konnten. In order to avoid, the duty would get drunk. Und um den Dienst zu vermeiden, betranken sie sich. And in that state of drunkenness, they could not perform their duties. Und in dieser Trunkenheit konnten sie ihren Dienst nicht durchführen. And eventually were also released. Und wurden schließlich auch freigestellt. Dankeschön. Thank you. Herr Rismal Ormond, Herr Rismal Drabe, Herr Rismal Dr. Kaul. Mr. Witness, A geht vor Ihnen. Sie haben uns an Namen genannt, Dr. Six, Schulz, Noske, Jost. You have given us the names of Sick, Schulz and Jost. Wurden die genannten verurteilt und wenn ja, zu welchen Strafen? Were the people mentioned sentenced and if yes, what were the penalties? Yes. Ja. Jost deserved the death penalty for the executions which he performed before he had his reformation. Jost verdiente die Todesstrafe für diese Hinrichtungen, die er durchgeführt hatte, bevor er reformiert wurde. In view of the fact, however, that when he asked to be released and was released, jedoch hinsichtlich der Tatsache, dass er beantragte, entlassen zu werden und entlassen wurde,
tens of thousands of innocent people were saved from execution. Wurden Zehntausende von Menschen von der Hinrichtung bewahrt. I took this into consideration in my sentencing of Heinz Jost. Ich habe das bei der Verurteilung des Heinz Jost in Betracht gezogen. And instead of sentencing him to death, which he deserved for what he had done, und anstatt ihn zum Tode verurteilen, prior to the Reformation, und anstatt ihn zu Tode verurteilen für das, was er getan hat, das er auch verdient hat vor seiner Reformation, I sentenced him to life imprisonment. Verurteilte ich ihn zu lebenslänglich. Erwin Schulz was in more or less the same category. Erwin Schulz war mehr oder weniger in derselben Kategorie. He had executed unarmed civilians. Er hatte unbewaffnete Zivilisten hingerichtet. It was proved that when he first took over his command, he did have many people killed who had committed no crime. Es war erwiesen, dass anfänglich viele Leute, die kein Verbrechen begangen hatte, hingerichtet hatten und die auch keine Soldaten waren. Therefore he committed a crime against the rules of war. Daher hatte er ein Verbrechen gegen die Kriegsregeln begangen and crimes against humanity. Und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. He did not kill as many as Jost had killed. Er hat nicht so viele getötet, wie Jost getötet hatte. He did not have as high a command. He was a colonel and Jost was a general. Er hatte kein so hohes Kommando. Er war ein Oberst und Jost war ein General. Therefore, I took this all into consideration. Daher zog ich das alles in Betracht. Because I was convinced that he was sincere. Weil ich überzeugt war, dass er aufrichtig sei in seiner Bekehrung. And made every effort to be excused from this criminal duty. Und alle Anstrengungen unternahm, um von diesem verbrecherischen Dienst ausgenommen zu werden. And I therefore sentenced him to 20 years imprisonment. Ich verurteilte ihn daher zu 20 Jahren Haft. Noske. Oh yes, Noske. The same thing was true with Noske. Oh ja, dasselbe war auch bei Noske. He attempted to deny that he had had anything to do with the actual killings. Er versuchte zu bestreiten, dass er irgendetwas mit den tatsächlichen Tötungen zu tun hätte. But the proof was pretty clear that he had participated in mass slaughter. Aber die Beweise waren ziemlich klar, dass er teilgenommen hatte an Massenhinrichtungen. He attempted to deny his complicity and participation in these slaughters. Er versuchte seine Komplizität und seine Beteiligung an diesen Schlachtereien zu bestreiten. By saying that he had never actually come into contact with Jews in the East. Und indem er sagte, dass er niemals mit Juden in Berührung gekommen wäre im Osten. I put to him a hypothetical question. Ich stellte ihm eine theoretische Frage. Suppose then that you did actually encounter 500 Jews and you had this order, would you shoot them? Angenommen, Sie würden 500 Juden antreffen und Sie hätten diesen Befehl, würden Sie sie erschießen? He says, under those circumstances I would. Und er sagte, unter diesen Umständen würde ich das tun. And because of the evidence, as I've indicated, that he did participate in the shootings. Und wegen dieser Beweise, wie ich Ihnen schon vorgebracht habe, dass er an diesen Erschießungen teilgenommen habe, I sentenced him to 20 years imprisonment. Verurteilte ich ihn zu 20 Jahren Haft. The sentence, the penalty would have been greater, except that he proved that he did understand humanity when he refused to kill the innocent people in Düsseldorf. Die Strafe wäre höher gewesen, außer dass er Menschlichkeit bewiesen hatte, indem er sich weigerte, diese unschuldigen Leute in Düsseldorf zu töten. Eine Frage, Herr Richter. Dr. Six, können Sie uns die Strafhöhe nennen, um es kurz zu machen? One question, Your Honor. Can you give us the penalty you imposed on Six in order to make it brief? Yes. Ja. 20 years. 20 Jahre. Herr Zeuge, haben Sie in Erinnerung eine Verfügung des Reichssicherheitshauptamtes, nach der sich
Angehörige des Reichssicherheitshauptamtes zum Dienst im Auswärtigen Amt melden konnten und aufgrund dieser Verfügung Dr. Six aus dem Reichssicherheitshauptamt kam und Legationsrat beim Auswärtigen Amt wurde und Professor an der Hochschule für Politik. Mr. Witness, do you recollect the order by the Reich's security, main security office transferring whereby members of the Reich's security main office could be transferred to the foreign service, and that Six was transferred on the basis of this order from the Reich Security Main Office to the Foreign Office and became Professor for Political Sciences at the University in Berlin. He was transferred. Wurde versetzt. Und den Weg der Versetzung haben Sie nicht in Erinnerung, Herr Zeuge? You do not recollect the method of his transfer, Mr. Witness? I know that he said that he could not participate in the functions of the Einsatzgruppen, and he asked to be transferred and was transferred. Ich weiß, dass er sagte, er könne nicht teilnehmen an den Aufgaben der Einsatzgruppen und dass er beantragte, versetzt zu werden und dass er versetzt wurde. In fact, I have an affidavit from Six to that effect. If the court wishes to see it, I'll present it. Tatsächlicherweise habe ich eine eidesstattliche Erklärung von Six, die ich dem Gericht vorlegen kann, wenn es das Gericht wünscht. Eine weitere Frage, Herr Zeuge. Sie nannten den Namen Heinz Jost. One further question, Mr. Witness. You mentioned the name of Heinz Jost. Ist Ihnen heute noch in Erinnerung, dass Heinz Jost, einer der ältesten SS-Leute, einer der guten Bekannten Himmlers und der erste SD-Führer gewesen ist, der ständig im unmittelbaren Kontakt zu Himmler war? Do you still recollect today that Jost was one of the first members of the SS, a very intimate friend of Himmler's and in constant contact with SD leaders? He may have had intimate contact with Himmler. Er kann intime Beziehungen zu Himmler gehabt haben. But in the latter phases, Himmler was very angry with him. Aber in den späten Stadien war Himmler sehr zornig auf ihn, sehr böse auf ihn. Verträgt es, Herr Zeuge, mit dem Zorn des Herrn Himmler, dass Herr Jost nachts den Dienst bei der Waffen-SS von Himmler zum Präsident einer Petroleumgesellschaft gemacht wurde? Does it jibe with the anger of Himmler that after his release, Mr. Jost was made the president of a petroleum company? He not only was made president of a petroleum company, if that is true, have no reason to doubt it. Nicht nur wurde er Präsidenten einer Petroleumgesellschaft gemacht, wann das wahr ist, ich habe keinen Grund, das zu bezweifeln. After he had been reduced to the rank of sergeant, aber nachdem man ihn zum Feldwebel degradiert hatte, he regained his rank of brigadier general. Erhielt er seinen Rang als Brigadegeneral zurück. So that his fortunes apparently improved. So dass sich sein Glück gebessert hat. After he had done the decent thing of refusing to kill innocent, unarmed civilians. Nachdem er die anständige Tat vollbracht hatte, sich zu weigern, unbewaffnete Zivilisten zu töten. Herr Zeuge, Sie haben den Namen Noske genannt. Mr. Witness, you mentioned the name Noske. Wann war eigentlich die Handlung von dem Herrn Noske zum Einsatz zugunsten von Juden oder Halbjuden?
When, as such, was Mr. Noske's assignment against Jews or semi-Jews? When was it? Wenn es war? Ja, wann es war, ja. Yes, when it was. Oh, I can't recall the dates. I know that an die Daten kann ich mich nicht entsinnen. He was part of the Einsatzgruppen. Ich weiß, dass er Teil der Einsatzgruppen then war. He was sent back to Germany. Dann wurde er zurück nach Deutschland geschickt. And eventually was in the Reich Security Main Office. Und schließlich war er im Reichssicherheitshauptamt. And received reports from Eichmann. Und erhielt Berichte von Eichmann on the activities of the Einsatzgruppen. Über die Tätigkeit der Einsatzgruppen. It was, of course, between 1941 and 45. Und das war selbstverständlich zwischen 1941 und 1945. Sie haben, glaube ich, Noske in Verbindung gebracht mit einer Dienststelle im Rheinland, Köln oder Düsseldorf. I believe you brought Noske into connection with an agency in the Rhineland at Düsseldorf or some place. Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Herr Zeuge, wir hatten Herrn Noske hier. Herr Noske sagt, es war am 14. September 1944. Mr. Witness, we had Mr. Noske here, and he testifies that it was on 14 September 1944. Waren zu diesem Zeitpunkt die Juden in Deutschland schon alle verhaftet und in Konzentrationslager? Weren't at that time all the Jews in Germany arrested and in concentration camps already? September 1944? In September 1944. But there had been some exceptions so far as half-Jews were concerned. Aber es waren einige Ausnahmen, soweit es Halbjuden betroffen hatte. In fact, even Hitler himself had some doubts as to whether the half-Jews should be executed, because it was pointed out to him that if all the half-Jews were taken out of the army, this might somewhat disorganize units. Also sogar Hitler hatte einige Zweifel daran, ob man Halbjuden hinrichten solle, weil wenn man alle Halbjuden aus den Einheiten herausnehmen würde, dass das das Heer etwas disorganisieren würde. Haben Sie aus dem Protokoll des Einsatzgruppenprozesses, Herr Zeuge, in Erinnerung, dass Noske sagte, er hat Kompetenzschwierigkeiten zwischen dem höheren SS- und Polizeiführer und dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin ausgenutzt, um den Befehl zu, sagen wir einmal, hinauszuschieben, um auf diese Art und Weise ihn zu verhindern? Do you, Mr. Witness, recollect from the record of trial that Noske testified during the trial that he, on account of some dissent and difficulties and competencies between high police authorities, was able to dodge out? I don't recollect particularly that detail, but I do know that ich kann mich nicht insbesondere an diese Einzelheit erinnern, aber ich weiß, dass er die Einsatzgruppen verließ. That is further evidence that there were many ways for individuals to get out of killing innocent people. Das ist weiter belegt, dass es viele Arten und Weise gab, davon zu entkommen, für eine Person unschuldige Menschen zu töten. They could outrightly ask to be released. Sie konnten offen darum beantragen, dass sie entlassen würden. They could create situations whereby they would be released. Sie konnten Situationen herbeiführen, durch die sie entlassen würden. They could take advantage of a controversy such as the honored counselor has referred to. Sie konnten solche Kontroversen ausnützen, wie sie der ehrenwerte Herr Anwalt angeführt hat. Herr Zeuge, ich bin im Fall Noske. Darf ich Sie fragen, ob Sie in Erinnerung haben, dass Noske, als er die Tötungsbefehle ausführte, sich darauf berief, dass Ohlendorf ihn vor ein SS- und Polizeigericht gestellt hätte, wo er die Todesstrafe zu erwarten gehabt hätte, und Ohlendorf dies bestätigte? Mr. Witness, I would like to... I'm at the Noske case now, and I would like to refer you to that testimony, whether you recall it. Did Noske
testify at the trial that if he had not carried out this order, that he would have been brought before a courts-martial by Ohlendorf and the death penalty would have been imposed on him? I don't recall that specific testimony. I do not exclude that that happened. In fact, that was the testimony of all of them. Also ich erinnere mich nicht an dieses besondere, an diesen besonderen Teil der Aussage, insbesondere. Jedoch tatsächlicherweise haben das alle ja ausgesagt. Their defense was that if they did not carry out these orders, that they themselves might be subject to execution. Also ihre Verteidigung war, dass sie selbst, wenn sie diesen Befehl nicht ausgeführt hätten, sie selbst hingerichtet wurden. But there was never any proof adduced to substantiate that assertion. Aber niemals wurde ein einziger Beweis vorgebracht, um diese Vorgabe zu bestätigen. In the whole 7 months of the Einsatzgruppen trial, in den ganzen 7 Monaten des der Einsatzgruppenverhandlung, with the attorneys for the defense given every latitude to obtain evidence, wo den Verteidigern jede Freiheit gegeben wurde, um sich Beweismittel zu beschaffen. And in spite of this cardinal defense that they themselves would the defendants would be subject to death if they did not carry out the orders. Und trotz dieser Hauptverteidigung, dass sie selbst, wenn sie den Befehl nicht ausführen würden, die Angeklagten zu Tode verurteilt würden, they did not produce one incident, haben sie keinen Fall vorgebracht, of any member of the Einsatzgruppen, wo irgendein Mitglied der Einsatzgruppen, who was shot or who suffered any severe penalty, der erschossen wurde oder irgendeine schwere Strafe erlitt, dass er gebeten hat, ausgeschlossen zu werden from killing innocent, unarmed civilians. Von der Tötung unschuldiger, unbewaffneter Zivilisten. In fact, one of them, Walter Bloom, said that he wouldn't ask the chief because he knew it would be turned down. Tatsächlicherweise hat einer der Angeklagten, Blum, gesagt, dass er seinen Vorgesetzten nicht bitten würde, weil er wusste, dass sein Antrag abgelehnt würde. Und ich fragte ihn, haben Sie so einen Antrag gestellt? He shrugged his shoulders. Hat er die Schultern gezuckt? Eine Frage, Herr Zeuge. Kennen Sie den Namen Streckenbach? Do you know the name Streckenbach? Yes, he was in charge of the personnel in the Reich Security Main Office. Ja, er war der Chef, der Personalchef im Reichssicherheitshauptamt. Ist Ihnen bekannt, dass Schulz und Streckenbach sehr eng befreundet waren und sich Schulz an seinen Freund Streckenbach wandte? Do you know that Schulz and Streckenbach were very close friends and that Schulz addressed himself to his friend Streckenbach? Um die Versetzung aus dem Einsatzkommando zugebilligt zu erhalten. In order to obtain a release from the Einsatzgruppe. I have no reason to disclaim what the learned counselor has said, but ich I will. Ich habe keinen Grund, in Abrede zu stellen, was der gelehrte Anwalt vorbringt. But I point to the case of Matthias Graf. Aber ich weise auf den Fall von Matthias Graf hin. Who was only a sergeant? Der nur ein Feldwebel war. Didn't have a friend in the world in the oligarchy of the Nazi. Keinen Freund auf der Welt regime, in der Oberschicht der Nazis hatte, im and Regime. Yet evaded the execution of these criminal orders, und jedoch die Ausführung dieser verbrecherischen Befehle vermied. And was not shot, und nicht erschossen wurde. And did not suffer any other type of extraordinary penalty. Und keine andere Art von außergewöhnlicher Strafe and erlitt. I acquitted him because he did that. Und ich habe ihn freigesprochen, weil er dies getan hat. Herr Zeuge, Sie haben genannt, einen Befehl zur Erschießung von amerikanischen Fliegern. Mr. Witness, you quoted an order to execute American pilots. Der in den letzten Tagen herausgekommen wäre. Was verstehen Sie unter letzte Tage? Which had been issued during the latter days. What do you mean by the latter days of the war?
I mean in early 1945. Ich meine Anfang 1945. There could have been similar orders even before, but I am. Es können ähnliche Befehle schon vor dem bestanden but haben. But I am referring to the specific episode. Aber ich nehme Bezug auf diese besondere described Episode. To me by Carl, General Carl Koller, welche mir von General Carl Koller beschrieben Chief wurde, of the dem Stabschef der Luftwaffe. Ist Ihnen bekannt, dass es sich um den Lynchbefehl von Bormann aus dem Jahr 1944 handelt und dass aufgrund dieses Lynchbefehls amerikanische Flieger getötet worden sind und amerikanische Verfahren wegen dieser Tötung durchgeführt wurden? Ich widerspreche der Frage in dieser Form. Die Frage kann meines Erachtens nur so gestellt werden, ob dem Zeugen ein Befehl von Bormann bekannt ist. Nicht aber in der Form, dass ihm dem Zeugen vorgehalten wird, dass es sich um denselben Befehl handelt. Habe ich ja nicht gesagt, Herr Staatsanwalt. Aber ich kann die Frage selbstverständlich trennen in zwei Teile. Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, dass dieser Grundsatzbefehl von Bormann stammt und bereits 1944 herausgekommen ist? Mr. Witness, do you know that this basic order was issued by Bormann and came out already in 1944? I indicated that there could have been an order prior to 1945, but the one that I am testifying to, this specific order, was issued by Hitler and was given to Koller because he was the chief of staff of Luftwaffe, and General Koller refused to obey it, and Kaltenbrunner, who had charge of the SD men who were to execute the order, told Hitler himself, Hitler, not Bormann, I refuse to obey this order. Ich habe schon gesagt, dass frühere Befehle bestanden haben können, jedoch auf den Befehl, auf den ich mich hier beziehe, der wurde 1950 von Hitler an Koller gegeben, 1945 an Koller gegeben, der wiederum mit Kaltenbrunner sprach. With regard to the order of 1944 that the learned counselor refers to. Hinsichtlich dieses Befehls, der 1944 erlassen, an den der Herr Anwalt hinweist. Goebbels issued a statement in support of that order. Goebbels in Unterstützung dieses Befehls. That these pilots had to be executed. Dass diese Piloten hingerichtet werden sollten. And that it was no defense for them. Und dass es für sie keine Verteidigung sei, that they were carrying out orders. Dass sie Befehle ausführten. Because that order, speaking of the Allied flyers, weil dieser Befehl, to bomb German cities, in dem ich über die alliierten Flieger spreche, deutsche Städte zu bombardieren, was a criminal order, war ein verbrecherischer Befehl. That it was obvious to the flyers it was criminal. Dass es denn offensichtlich wäre für die Piloten, dass er verbrecherisch wäre. And therefore they should be shot. Und dass sie daher erschossen werden sollten. Eine Frage, Herr Zeuge. Ist Herr Schellenberg in Nürnberg verurteilt worden? One question, Mr. Witness. Was Mr. Schellenberg sentenced at Nürnberg? Oh, yes. Oh, ja. Zu wie viel? How much? He received one of the lightest sentences. Er erhielt eines der leichtesten Urteile. That was granted in Nürnberg. He received 6 years. Die in Nürnberg ausgesprochen wurde, er erhielt 6 Jahre. Kann man Herrn Schellenberg zu den Grundzeugen des Nürnberger Prozesses zählen? Can you count Mr. Schellenberg amongst the witnesses in chief at the Nürnberg trial? The main witnesses. Can I account for him? Can you count him as one of the chief witnesses in Yes, he was a witness. Ja, er war ein Zeuge. Eine weitere Frage, Herr Zeuge. One further question, Mr. Witness. Welche Ämter hatte Herr Schellenberg im Laufe seiner Dienststellungen inne? What offices did Mr. Schellenberg carry out? Ist das nötig, Herr Rechtsanwalt? Noch 3 Fragen, Herr Präsident. Doch, doch, Herr Baron, das kommt nachher. Ich bitte den Ich muss auf diese Frage bestehen. Der Herr Zeuge hat gesagt, er hat die Dienststellen von Herrn Schellenberg geschildert. Aus diesem Grunde habe ich das Recht, nach der Dienststellung zu fragen. Was wollten Sie denn klären? Ich wollte bitte mal eine Pause. Ja? Ich habe nur noch 3 Fragen. Langt es noch so lang? Ja.
Nun, also ich habe die Frage durchgestellt. Welche Frage? Dienststellung hatte Herr Schellenberg im Reichssicherheitshauptamt? What offices did Mr. Schellenberg hold at the Reich Security Main Office? He was in charge of the foreign intelligence, which was Amt 6. Er war dem Amt 6, den Amt 6 vorgesetzt, der Spionage. He represented Reinhard Heydrich in many activities, one of them being... Er vertrat Reinhard Heydrich bei vielen Tätigkeiten. Eine davon war... He represented the Reich Security Main Office in the negotiations with General Wagner. Er vertrat das Reichssicherheitshauptamt bei den Verhandlungen mit General Wagner. Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche. Ich habe nur gefragt, weil nach meinen Notizen der Zeuge gesagt hat, Müller. Die Frage hat sich geklärt, das stelle ich die Schlussfrage. The final question now. Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, dass die Erschießungen vorgenommen worden sind, um zu verhindern, dass die einzelnen Leute an die Front kommen. Herr Zeuge, ist Ihnen während Ihrer Tätigkeit... Wollen Sie vorher übersetzen, bitte? Yeah. Mr. Witness, you previously testified that the shootings have been carried out in order to prevent for people to be transferred to the front lines. Herr Zeuge, ist Ihnen während Ihrer Tätigkeit als Richter am Nürnberger Gericht zur Kenntnis gekommen, ein Dokument, dass es verboten war, sich von der Dienststelle wegzumelden, und das Nicht-Antreten einer Dienststelle im Osten mit schweren Strafen belegt war? Did you gain knowledge of a document during the course of your Nuremberg trials of, that it was prohibited to request to be transferred from an assignment in the East, and that not reporting to an assignment in the East was threatened with severe penalties? That was the defense all the way through. Das war die Verteidigung die ganze Zeit. But it was a fallacious defense. It was a fraudulent defense. Aber es war eine fehlerhafte, an erroneous defense. Eine betrügerische und eine irrtümliche Verteidigung. And we so found in our judgment. Und das haben wir in unserem Urteilsspruch festgestellt. The reason they wouldn't request to be transferred to the battlefront was that when they went to the battlefront, when they shot, the other side would shoot back. Der einzige Grund, warum sie sich nicht an die Front gemeldet haben, war der, dass wenn sie geschossen hätten, die andere Seite zurückgeschossen hätte. But in the Einsatzgruppen, when they shot, aber in den Einsatzgruppen, wenn sie geschossen haben, the only return was the moans of the dying people. Da war der einzige, was sie zurückbekamen, das Stöhnen der Sterbenden. Ich stelle nur die Zusatzfrage, Herr Zeuge, ist, ich habe gefragt, ob Ihnen ein Dokument in Erinnerung ist. Mr. Witness, I only wish to ask you whether you do recall a document. I can't say that there was such a document or there was not such a document. Ich kann nicht sagen, dass ein solches Dokument bestand oder dass es nicht bestand. But I do indicate... Danke, keine weitere Frage. Thank you, no further question. The witness didn't even finish answering. Ja. Zu fragen, ob er noch etwas hinzusetzen will zu dieser ganzen Sache. Ich habe gedacht, Your Honor, er hat diese Frage sachlich beantwortet. Your Honor, did you wish to add something to your last answer? I was merely saying that whether there was or was not such a document, but I can say that if such a document existed, it was disproved by the facts, because Heinz Joost himself was transferred to the front. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht sagen könne, dass ein solches Dokument bestanden habe oder nicht. Jedoch, wenn eines bestanden hätte, so wurde es unbedingt widerlegt, weil ja Heinz Joost selbst an die Front versetzt wurde. Herr Richter, Dr. Laternzer, wir müssen mit Rücksicht auf den Angeklagten Klee jetzt erst die Pause eintreten lassen, weil er sagt, er ist nicht mehr verhandlungsfähig. Wir werden eine Pause bis um 11:30 eintreten lassen. Herr Zeuge, in wie vielen Verfahren in Nürnberg waren Sie Richter?
Mr. Witness, in how many trials did you participate in Nuremberg as judge? Participated in 3 trials. Ich habe an 3 Verhandlungen teilgenommen. Und wann kamen Sie zu diesem Zweck nach Deutschland? And when did you come to Germany for that purpose? For that purpose, to participate as a judge in the trials, I came in the latter part of 1946, but I had gone to Nuremberg before to carry out the assignment to which I testified heretofore. Zu diesem Zweck, an Verhandlungen als Richter teilzunehmen, bin ich nach Deutschland Ende 1946 gekommen. Jedoch bin ich schon vor dem in Deutschland gewesen. Ja, war das dann, als Sie 1945 nach Deutschland kamen, zu dem anderen Zweck, war das das erste Mal, dass Sie in Deutschland waren? Was it in 1945 that you came to Germany for the other purpose, that it was the first time you were in Germany? Well, when I was a student at the University of Rome back in 1924 and 25, I visited Germany very briefly. Als ich Student war an der Universität Rom, zurück 1924, 1925, habe ich Deutschland kurz besucht. Ja. Nur eine Frage, was verstehen Sie da unter kurz? What do you mean by saying briefly? It was as a tourist. Es war als Tourist. Ja. Und wie lange waren Sie dann nach dem Kriege in Deutschland? Sie waren also 1945 gekommen und sind wann wieder weggegangen? Well, how long after the war were you then in Germany? You arrived here in 1945. When did you then leave again? I went up into Germany in the latter part of 1945 and then remained there as an observer at the IMT trial. Ich bin Ende 1945 nach Deutschland gekommen und bin dort als Beobachter in dem in der IMT Verhandlung geblieben. I made a report to the Navy Department. Herr Zeuge, mir kommt es jetzt nur mal auf die Zeitpunkte an. Sie kamen also gegen Ende 1945 nach Deutschland und sind wie lange in Deutschland geblieben? Well, I'm only interested in the chronology now, Mr. Witness. You came to Germany and in the latter part of 1945. How long did you stay in Germany? I remained there until sometime in the latter part of 46. Ich bin da geblieben bis zu einer Zeit Ende 1946. From time to time I would return to Austria because I was still on the staff of General Clark. Zeit zu Zeit bin ich nach Österreich zurückgekehrt, weil ich immer noch dem Stab des General Clark angehörte. Herr Zeuge, ich möchte mit diesen Fragen nur feststellen, wie lange, einen welch langen Zeitraum Sie nach dem Kriege in Deutschland gewesen sind. Mr. Witness, by means of these questions, I am attempting to establish for how long a period of time you stayed in Germany after the war. I went to Germany. Ungefähr. Only approximately. Well, 1945 and 1948. Also 1945 bis 1948. Also etwa 3 Jahre. Well, about 3 years. Not quite 3 years, because it was very late in 1945 when I went there, and I think the last time I was in Germany was in September 1948. Also nicht ganz 3 Jahre, es war sehr spät 1945, als ich hergekommen bin, und ich glaube, es war im September 1948, dass ich hier fortgegangen bin. Und alles, was Sie heute dem Gericht als Gehörtes vorgetragen haben, haben Sie in diesem Zeitraum festgestellt, Ende 45 bis September 48? And all you have related to the court today, you have of what you have heard, you had determined during that period of time from the end of 45 until 1948. That is correct. Das ist richtig. Ja. Und die Personen, mit denen Sie dann sprachen, die waren doch alle in Haft, nicht wahr? And the individuals with whom you talked, they were all in confinement. No, no, not all of them were in confinement. Nein, nicht alle von ihnen waren in Haft. Ja, aber die, die Sie heute erwähnt haben,
Schellenberg war doch in Haft, nicht wahr? But those whom you mentioned today, Schellenberg, for instance, he was in confinement. Yes. I indicated, I spoke to about 200 individuals who were close to Hitler. Also, wie ich schon darauf hingewiesen habe, habe ich mit etwa 200 Personen gesprochen, die Hitler nahe standen. I not only spoke to these individuals of the hierarchy, but I spoke to his cook, his housekeeper, his chauffeur, his bodyguard, the immediate entourage. Ich habe nicht nur mit denen, die in der Hierarchie waren, gesprochen, sondern auch mit seinen Koch, mit seinen Diener, mit seinen Chauffeur und alle, die in seiner näheren Entourage waren. Ja, gut. Das genügt jetzt zu diesem this Punkt. Suffices on this point, Herr Zeuge, in welchen Verfahren waren Sie dann als Richter tätig? Sie sagten, Sie seien in drei Verfahren tätig gewesen. Mr. Witness, in what trials were you then acting as judge? You mentioned that you were participating in three trials. Yes, in the Milch trial. Ja, in der Verhandlung gegen Milch. Which had to do with slave labor. Welches sich mit Sklaven. Sie brauchen sie nur zu nennen. Die Anschuldigungen interessieren jetzt in dem Zusammenhang mich nicht. You only have to enumerate them. Very However, well. The Very allegations well. Are not an issue here. Very at the moment. Well. Very well. The Milch trial. Sehr gut, die Milchverhandlung. The Pohl trial, which carried many administrators of the concentration camps. Yeah. Also about 17 or 18 defendants. Die sich mit der Verhandlung, mit der Verwaltung der Konzentrationslage befasste, etwa 70 oder 80 Angeklagte. And the Einsatzgruppen trial. Und die Einsatzgruppenverhandlung. Nun, in diesen Verfahren. Welche Rechtsgrundlage war für diese welches Gesetz war für dieses Verfahren gegeben und aus welchem Gesetz haben Sie die Strafe entnommen? Ich widerspreche dieser Frage, Herr Vorsitzender. Sie hat nichts mit unserem Verfahren hier zu tun. Ich glaube doch. Ich möchte, das wird sich wie so häufig aus den nächsten Fragen ergeben. Ich möchte wissen, welches Gesetz. Ja, also ich würde an sich die Frage zulassen. Ich wüsste nicht, was sich zur Aufklärung der Taten dieser Angeklagten hier daraus ergeben sollte, dass der Zeuge nun die Rechtsgrundlage der Nürnberger Verfahren hier darlegt. Das ist nein, das soll ja doch gar nicht, Herr Nebenklägervertreter. Sie wissen doch, dass gefragt wird, um einen Sachverhalt festzustellen und dann um ein Zeugnis bewerten zu können. Nicht ja, wahr? Also aus Ihren Fragen gut. Ergibt sich gar nichts, was also das ich möchte mich das jetzt nicht direkt mit Ihnen unterhalten. Sondern ich erkläre dem Gericht, dass ich diese Fragen stelle, um das Zeugnis beurteilen zu können. Das ist nicht erforderlich, Herr Vorsitzender, um die Glaubwürdigkeit oder das Zeugnis des Zeugen, der eine Richterpersönlichkeit höchsten Ranges in Amerika ist, beurteilen zu können. Die Frage hat diffamierenden Charakter. Ich bitte Sie nicht zuzulassen. Darf ich nur, Herr Vorsitzender, lassen Sie mich nur auf diese Ausführung. Die Frage soll diffamierenden Charakter haben, wenn ich frage, welche Rechtsgrundlage, welche Gesetze angewendet wurden und aus welchen Gesetzen die Strafe entnommen worden ist. Ich finde, diffamierend und unglaublich ist diese Behauptung des Nebenklägervertreters. Ich bitte Sie zurückzuweisen. Ich habe keine diffamierende Frage gestellt. Ich habe gefragt, aus welchen Gesetzen ist die Strafe entnommen worden? Das ist eine Frage, die sicherlich zulässig ist und die ist weit entfernt, diffamierend zu sein. Ich bitte, diese Bemerkung des Herrn Nebenklagevertreters zurückzuweisen. Also, aufgrund welcher Gesetze die Strafen ausgesprochen worden sind und welche Gesetze angewendet worden sind. Diese Frage soll gestellt werden und das Gericht muss. Die Frage war, welches die Rechtsgrundlagen des Nürnberger Verfahrens sind, Herr Vorsitzender. Das war die Frage. Nein, nein, welche Gesetze. Ich habe mitgeschrieben, das war Ihre Frage. Sie brauchen sich nicht so überschlagen zu schreien hier und sprechen Sie mich bitte nicht an. Und also, insbesondere nicht in diesem ungehörigen Ton. Dann sprechen Sie auch den Herrn Rechtsanwalt Ormond nicht an, sondern fahren Sie bitte weiter. Ja. Den Widerspruch schließt sich die Staatsanwaltschaft an und ich begründe den Widerspruch für die Staatsanwaltschaft wie folgt. Eine Frage in diesem allgemein gehaltenen Stil kann schon mal gar nicht gestellt werden. Es könnte allenfalls gefragt werden, auf welcher Rechtsgrundlage oder aufgrund welcher Gesetze und so weiter gegen einen einzelnen Angeklagten ein Urteil ausgesprochen worden ist.
Ja. Also ich habe gefragt, welche Gesetze wurden angewandt und aus welchen Gesetzen ist wurden die Strafen entnommen? So, die Frage, gegen die ist widersprochen. Ja. Nun die nächste Frage, Herr Zeuge. Haben Sie etwa aus dem Kontrollratsgesetz Nummer 10 die Strafen entnommen? Etwa bin ich zurückzuweisen. Das ist eine grenzenlose Diffamierung der gesamten Nürnberger Prozesse. Dieses Wort etwa ist ganz typisch für den Herrn Dr. Laternsa und für die Zwecke, die er mit diesen Fragen den amerikanischen Richter gegenüber verfolgt. Man stelle sich vor, dass der Dr. Kaul aus der SED-Zone kommt und so etwas sagt, von Dingen spricht, von denen er ganz offensichtlich nach dem, was er sagt, nicht die geringste Ahnung hat. Also, dieser Sprache ist widersprochen worden. Infolgedessen wird auch das Gericht wieder entscheiden. Ich widerspreche. Ja, Frage ist ebenfalls gut. Aus der gleichen Begründung, die ich vorhin gegeben habe. Ich sehe nur daraus die Stellungnahme der Nebenklage. Bitte fragen Sie weiter, Herr Richter. Also eine Aufklärung nicht wünscht. So, Herr Zeuge. Ich als Vertreter der Staatsanwaltschaft aber mit allem, mit aller Energie widersprechen, wenn von dem Vertreter der Angeklagten, die in Auschwitz waren, hier behauptet wird, dass die Vertreter der Nebenklage eine Sachaufklärung nicht wünschen. Selbstverständlich zu diesem Punkt hier, den ich gerade erfrage. Man merkt doch, wie es ist. Also weitere Bemerkungen darüber unterbleiben jetzt. Ich bitte, die nächste Frage zu stellen. Ich möchte Sie etwas fragen, Herr Präsident. Mich? Ja. Es ist jetzt nicht der Zeit, ich bin jetzt am Fragen des Zeugen. Ich widerspreche diesen dauernden Diffamierer. Mich treffen Sie zwar nicht mehr, ich weiß, woher Sie kommen. Aber ich bitte Sie nun energisch, und ich bitte Sie in Komma, energisch, gegen diese dauernden Diffamierungen nun endgültig vorzugehen. Ja, also die nächste Frage, Herr Rechtsanwalt Laternsa. Ja. Wann ist das Kontrollratsgesetz ergangen? Ist es etwa erst am 20. Dezember 1945 ergangen? Widerspruch. Wenn es erst am 20. Dezember 1945 ergangen ist, dann ist es ja erlassen worden, nachdem die Taten alle begangen waren. Ist das nicht so? Widerspruch. Weiter, bitte. Sie haben also dann rückwirkende Strafgesetze angewendet oder haben Sie das nicht? Widerspruch. Herr Präsident, ich schließe mich diesem Widerspruch an und ich bitte nun, dem Herrn Dr. Laternsa aufzugeben, seine Fragen zunächst schriftlich zu formulieren, damit sie dann dem Gericht insgesamt vorgelegt werden können, um diese dauernden Diffamierungen der Rechtsgrundlage der Verfolgung der narzisstischen Gewaltverbrecher zu unterbinden, vor einem deutschen Gericht zu unterbinden. Nächste Sie Frage. Sprechen von einem nächste deutschen Frage, Gericht. Nächste Frage, bitte. Ja. Nächste Frage, keine ich spreche Unterhandlung. Von diesem deutschen Gericht, jawohl. Nächste Frage. Wie war die letzte Frage, Herr Vorsitzender? Haben Sie etwa rückwirkende Gesetze angewandt? Haben Sie damit nicht etwa rückwirkende Gesetze angewendet? Ja. Was schreibt die amerikanische Verfassung über Gesetze vor, die rückwirkende Kraft haben? Widerspruch. Ich würde diese Frage nicht zulassen. Sie wünschen darüber eine Entscheidung. Ja, ich möchte eine Entscheidung. Was schreibt die amerikanische Verfassung vor für Gesetze, die rückwirkende Kraft haben? Ja, bitte weiter. Da die amerikanische Verfassung die Anwendung rückwirkender Strafgesetze verbietet, warum haben Sie dann solche Gesetze Deutschen gegenüber angewendet? Widerspruch. Weiter. Das ist alles. Ich darf also zusammenfassend nochmals sagen, dass diese Fragen in keinem einzigen Punkt zur Aufklärung unseres Problems Befehlsnotstand geeignet sind. Und ich meine, dass diese Fragen aus folgendem Grunde wichtig sind. Es kommt ja nicht nur auf die Aussagen an, die ein Zeuge macht, sondern es kommt darauf an, wer sie macht. Wenn, wie ich hier mit diesen Fragen beweisen möchte, ein Richter
obwohl seine eigene Verfassung ihm verbietet, rückwirkende Strafgesetze anzuwenden, es gleichwohl gegenüber Deutschen getan hat, dann würde ich Ihnen vorschlagen, einem solchen Zeugnis keine entscheidende Bedeutung beizumessen. Das ist das, was ich in diesem Zusammenhang zu sagen habe. Und ich verstehe nicht einen Rechtsstandpunkt, wie er drüben von der Bank da hergekommen ist. Von der Bank da. Herr Präsident, ich schließe mich dem von dem Herrn Kollegen Rabe erklärten Widerspruch in vollem Umfang an. Ich halte es auch nicht für notwendig, aber auch nicht für würdig, auf diese Begründung der Fragen näher einzugehen. Ich darf Sie nur an die Tatsache erinnern, dass der immerhin für die heutigen Verhältnisse in der Bundesrepublik maßgeblichste Philosoph, der Begründer der Moral und Ethik, darauf hingewiesen hat, wenn wir nicht eine endgültige Zäsur ziehen zu diesem Staat, der nicht Verbrechen begangen hat, sondern der ein Verbrecherstaat war, werden wir als Nation keine Zukunft mehr haben. Und aus diesem Grunde, Herr Präsident, bitte ich Sie, gerade weil ich die Ehre habe, vor einem westdeutschen Gericht zu stehen, bitte ich Sie mit aller Energie, diese Fragen, die nichts anderes bezweckt haben und nichts anderes bezwecken, als die wirklich grundsätzliche Sühne der narzisstischen Verbrechen, wie sie in Nürnberg erfolgten, zu diffamieren, mit allem Ernst und mit der Nation notwendig gegenüber notwendigen Verantwortung zurückzuweisen. Wenn das Dr. Kohl doch wenigstens drüben in der SED schon einmal vortragen wollte, nun darf ich zur Sache selbst noch etwas sagen. Wenn ich mich mit Rechtsgrundlagen oder angeblichen Rechtsgrundlagen befasse, dann hat das noch lange nichts damit zu tun, dass etwa Verbrechen, die wirkliche Verbrechen sind, damit gebilligt werden sollen. Ganz und gar nicht, sondern ich sage, man kann ein Verbrechen nur aufgrund einer einwandfreien Rechtsgrundlage zur Sühne bringen und zur Verurteilung zu bringen. Nur wenn man eine einwandfreie Rechtsgrundlage hat. Und eine einwandfreie Rechtsgrundlage ist in keinem Fall ein nachträglich erlassenes Strafgesetz. Das Strafgesetz des Kontrollratsgesetzes Nummer 10. Sie haben doch nicht nötig. Es ist nötig, dass ich das... Ich bin jetzt ja sowieso gleich am Ende. Ich sage, das Strafgesetz des Kontrollratsgesetzes 10 trägt das Datum des 20. Dezember 1945. Es die Taten alle, die Nürnberg jetzt von dem ersten Prozess mal abgesehen, abgeurteilt worden sind, sind aufgrund dieses Gesetzes verurteilt worden. Und es ist also doch gegen den fundamentalen Grundsatz verstoßen worden, dass ein Strafgesetzbuch und die Strafe bestimmt sein musste, bevor die Handlung begangen worden ist. Und da dies nicht der Fall ist, ist das ein Verstoß gegen einen fundamentalen Rechtsgrundsatz, der eben die ganzen Nürnberger Verfahren dadurch selbst unterminiert hat, weil man nicht die richtige Rechtsgrundlage gefunden hat. Das ist das, was ich zu sagen habe. Sind von Seiten der Verteidigung noch Fragen zu stellen, Rechtsanwalt Gerhard? Herr Zeuge, Mr. Witness, hat der heute hier gehörte Zeuge Schulz Ihnen damals auch gesagt, dass er selbst, also der Herr Schulz, keine Möglichkeit hatte und sah, um seinerseits den Befehl von Erschießungen zu stoppen? Did the witness Schulz, who has testified here, also tell you, Mr. Witness, that he on his part, did not have an opportunity to stop the orders for executions, for shootings? Well, he denied that he had conducted any of the shootings. Also bestritt, dass irgendwelche Erschießungen durchgeführt hat. Nein. Dolmetscher, die Frage lautet anders. Die Frage lautet, der Zeuge Schulz, hat uns gesagt, er selbst hätte die Durchführung der ihm gegebenen Befehle nicht aufhalten können. That he himself was not able to stop the execution or the orders that had been given to him. Is that correct? He testified in the first place vor allen Dingen hat ausgesagt, that he had not executed any order to kill innocent unarmed civilians, dass keinerlei Befehl, that the only executions he performed
whereas the result of investigations which showed the victims to have been partisans or to have committed some offense against German law. Er sagte aus, dass er keine Befehle zur Erschießung unschuldiger, unbewaffneter Zivilisten ausgeführt hätte, dass diese Erschießungen, die er durchgeführt hätte, aufgrund von Ermittlungen und gegen Leute verhängt wurden, die deutsches Recht verletzt hätten oder Partisanen gewesen wären. And he said that when he conducted these executions, that he was so tender-hearted that after he would give the command to shoot, that he would turn his head so he wouldn't see the victims fall. And then, und er sagte aus, dass wenn er diese Erschießungen durchführte, er so zart beseitet gewesen sein, dass wenn er den Befehl zum Schießen gegeben hätte, er den Kopf abgewandt hätte, um nicht zu sehen, wie die Opfer fielen. Weiß der Zeuge, wer eigentlich die Erschießungen durchgeführt hat? Does the witness know who as such carried out the tatsächlich executions hat. As a fact carried out the shootings? Yes, he carried out executions. Ja, er hat Hinrichtungen ausgeführt. Ja, meint das der Zeuge mit eigener Hand? Nicht mit eigener Hand. Oder? Does the witness mean by his own hand or? Oh no, he commanded a unit. Er kommandierte eine Einheit. He gave the orders to shoot. Und er gab den Schießbefehl. Yeah. So far as a judge is concerned, soweit es einen Richter betrifft, when an individual says he gave the order to shoot, it is the same as if he had pulled the trigger himself. Wenn eine Person den Befehl gibt zu schießen, so ist es dasselbe, als ob er selbst den Abzug durchgezogen hätte. Ja. Yeah. Danke. Herr Rechtsanwalt, Dr. Eggers. After all, that's the reason he was sentenced to 20 years. Immerhin ist es das der Grund, warum er zu 20 Jahren verurteilt wurde. Herr Zeuge, Sie haben vorhin Mittel und Wege angedeutet, mit denen sich nach Ihrer Meinung SS-Leute den Ihnen erteilten verbrecherischen Befehlen haben entziehen können. Mr. Witness, you have previously indicated ways and means how SS people were able to extricate themselves from carrying out orders, criminal orders. Fragestellung bzw. dieser Einleitung insofern widersprechen, als der Zeuge nicht von seiner Meinung gesprochen hat, sondern davon gesprochen hat, dass ihm von verschiedenen Personen ganz konkret diese Wege aufgezeigt worden sind. Wir wollen verhüten, dass der Zeuge hier etwa den Eindruck erwecken soll, eine eigene Meinungsbildung hier vorzunehmen. Er hat nur über Tatsachen berichtet, nämlich über Gespräche, die er mit anderen Personen geführt hat. Ich nehme den Widerspruch gerne zur Kenntnis. Ich will ja einen dieser von dem Herrn Zeugen konkret geschilderten Wege noch mal nachverfolgen. Herr Zeuge, ist Ihnen aus der Zeit Ihrer Tätigkeit nach 1945 ein Fall bekannt geworden, in dem unabhängig von den hier zur Entscheidung stehenden Problemen, ein SS-Mann deshalb einen Befehl nicht erfüllen konnte, weil er betrunken war? Und wissen Sie, was mit diesem SS-Mann dann geschehen ist? Das hat der Zeuge uns vorhin geschildert. Der Zeuge hat gesagt, es gab auch Männer, die haben sich betrunken, weil sie nicht in der Lage waren, innerlich diesen Befehl zu verkraften. Und in der Betrunkenheit waren sie unfähig zu schießen und wurden deshalb abgelehnt. Ich sagte deshalb unabhängig von dem hier zur Entscheidung stehenden Sachverhalt, Herr Vorsitzender. Ich möchte wissen, ob der Zeuge in anderen Fällen etwas davon gehört hat, dass SS-Leute einen Befehl, vielleicht ganz harmloser Natur, nicht erfüllen konnten, weil sie betrunken waren. Und ich möchte wissen, ob er weiß, was mit diesen SS-Leuten dann geschehen ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Zeuge so etwas wissen soll. Denn er hat sich ja doch nicht gekümmert um alle möglichen Befehle bei der SS, sondern nur um die Befehle, die auf die Tötung von unbewaffneten Zivilisten gegangen sind. Es spielt doch aber, Herr Präsident, in das Problem der Verweigerung verbrecherischer Befehle immer das Problem der schlichten Befehlsverweigerung, wenn ich sie so nennen darf, hinein. Und der Grund meiner Frage ist der, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein SS-Mann in die Heimat versetzt wurde, wenn er beispielsweise einen Brottransport nicht ordnungsgemäß von dem Ort A nach dem Ort B leiten konnte, weil er betrunken war. Ich könnte mir vorstellen, dass diesem SS-Mann dann einiges an Unannehmlichkeiten passiert ist. Es kann ja sein, dass er Zeuge davon etwas weiß. Ich widerspreche diesem
dieser Frage. Ich glaube nicht, dass denn er was dieser Schluss ist nicht schlüssig. Die Verweigerung eines normalen Befehls und deren Folgen haben gerade eben nichts mit der Tatsache zu tun, der Verweigerung eines verbrecherischen Befehls und deren Folgen. Diese Folgen müssen natürlich ganz andere oder können ganz andere oder sollten ganz andere gewesen sein, wenn der Befehl verbrecherisch oder nicht verbrecherisch war. Das hat uns der Zeuge ja hier sehr klar auseinandergesetzt, aus welchem Grunde. Man wollte keine Schwächlinge und deswegen, man wollte möglichst die Wirksamkeit der SS als Mordorganisation so hoch wie möglich halten. Wenn nun ein Zeuge wegen Betrunkenheit einen Brottransport nicht beförderte, das konnte nicht die, das war eine Disziplinlosigkeit, die wurde geahndet oder nicht geahndet, das konnte aber die Efficiency, wie er sich ausdrückte, die Wirksamkeit der SS hinsichtlich ihrer tatsächlichen Ziele in keiner Weise treffen. Und deswegen ist das schon nicht schlüssig und deswegen bitte ich die Frage zurückzuholen. Herr Zeuge, sind Ihnen denn überhaupt Befehle bekannt, die nicht ausgeführt worden sind, weil die Leute betrunken waren? Mr. Witness, do you know of instances where orders were not followed because the people were drunk? There was testimony that certain members of the Einsatzgruppen were drunk. Es lagen Zeugenaussagen vor, dass bestimmte Mitglieder der Einsatzgruppen betrunken gewesen seien. And could not carry out the functions assigned to them. Und konnten die ihnen zugewiesenen Funktionen nicht ausführen. Ja. Darüber hinaus, also über die Tätigkeit der Einsatzgruppen hinaus, haben Sie da auch Fälle von Betrunkenheit feststellen können, die eine Ausführung eines Befehls unmöglich gemacht haben? In access to the Einsatzgruppen investigation, did you determine also instances where an order was not executed because of drunkenness? I'm speaking now of the Einsatzgruppen trial. Ich spreche jetzt von der Einsatzgruppenverhandlung. Ja. Yeah. Darüber hinaus weiß er offensichtlich nichts. In addition to this, obviously, you don't know anything. No. Nein. No. I'm speaking only of the Einsatzgruppen trial. Ich spreche nur von der Einsatzgruppenverhandlung. So far as drunkenness is concerned. Soweit es die Trunkenheit betraf. Göllner, ja, Herr Reichsmann, Göllner. Zeuge, sind Sie in einem deutschen Schwurgerichtsprozess in den letzten Wochen auch als Zeuge vernommen worden? In Köln, in Düsseldorf, in Freiburg oder in München? Mr. Witness, have you been heard in the past time at another trial here in Germany, in Cologne, Düsseldorf, Freiburg, or Münster? Have I what? Have you been heard as a witness also no. at another trial? No, no, this is the only... No. Sie befinden sich heute erstmalig als Zeuge nach Ihrer Tätigkeit in Nürnberg vor einem deutschen Schwurgericht. This is the first time that you are before a German jury trial court after your activity at the Nuremberg Tribunal. That is correct. Das ist richtig. Sind Sie als Tourist augenblicklich in der Bundesrepublik oder sind Sie auf Veranlassung irgendeiner amtlichen Stelle, der Frankfurter Staatsanwaltschaft, der Nebenklage oder sonst einer Person hierher gekommen? Are you presently here in Germany as a tourist, or have you come here on the instigation of an official agency like the prosecutor's office or the private prosecutor or any other official agency? I received a cablegram from the state's attorney here in Frankfurt. Ich erhielt einen Kabel von der Staatsanwaltschaft hier in Frankfurt. Inviting me to testify. Welches mich einlud, auszusagen. Herr Zeuge, welche Feststellungen haben Sie als Richter in Nürnberg getroffen über Erschießungen von Juden durch Letten, Litauer, Esten, Weißruthenen und Ukrainer in den besetzten Ostgebieten? Mr. Witness, what determination did you make in the course of the Nuremberg trials as far as shootings of Jews by Lithuanians as Balts and Ukrainians in the occupied territories was concerned. Diese Frage möchte ich nicht zulassen. This question is not weil sie permitted. Nicht mit der Sache im Zusammenhang steht. Because it is not in relation to the matter. Wünschen Sie einen Gerichtsbeschluss? Nein, ich wünsche keinen Gerichtsbeschluss. Ich will den Zeugen weiterfragen, ob er außer den von ihm vorhin genannten 200 Personen, die in Hitlers nächster Umgebung standen, gesehen und gehört hat, ob er auch einfache SS-Angehörige als Richter damals vernommen hat,
die die Erschießungen von Juden in den Einsatzgruppen durchgeführt haben. What I wanted to know from the witness is whether, in addition to the 200 people of the close entourage of Hitler, he had also heard low enlisted grades of the SS who had participated in the shootings of the Einsatzgruppe. At the Einsatzgruppen trial, I adjudicated the defendants before me, and I heard the testimony which was presented in court. I did not conduct any investigation outside the courtroom in a trial which was before me. That would be obviously completely out of my function. Also in Einsatzgruppenverhandlungen habe ich die Aussagen von Zeugen vor dem Gericht gehört. Jedoch habe ich in keiner anderen Funktion oder Ermittlung außerhalb des Gerichtes, welches aus meinem Zuständigkeitsbereich gewesen wäre, gehört. Von Seiten der Angeklagten sind keine Fragen mehr zu stellen. Das Gericht wird also jetzt... Ja. Eine Frage an den Zeugen. Herr Zeuge, kennen Sie Dr. Best? Mr. Witness, do you know Dr. Best? I only know of him. Wissen Sie... Ich weiß ja. Nur von ihm. Von ihm, ja. Wissen Sie, ob Dr. Best das Verhalten des SS-Führers Jost bekannt war? Do you know whether Dr. Pest knew about the deportment of the SS leader Jost? Yes, he submitted an affidavit on that subject. Ja, hat dahingehend eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Würden Sie bitte dem Gericht etwas über die eidesstattliche Erklärung des Dr. Pest sagen, die das Verhalten des Herrn Jost betrifft? Ich widerspreche diese Art der Fragestellung, zumal da gerade dieser Zeuge, wenn ich recht unterrichtet bin, für heute geladen ist und ich es für eine Umgehung prozessualer Normen erhalte, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt aus diesem hier anwesenden Zeugen Dinge herausbracht, die ein anderer Zeuge persönlich... Der Zeuge Dr. Best ist zunächst noch nicht da, obwohl er von längst da sein sollte. Wir wissen nicht, ob er heute kommt. Ich bestehe auf dieser Frage, zumal ob er überhaupt kommt, ist auch fraglich. Ich bestehe auf dieser Frage an den Zeugen Musmano, um eventuell Dr. Best entsprechende Vorhalte machen zu können. Ja, also der Zeuge insistiert und wir hatten die Ladung des Zeugen abgelehnt, weil es nur ein Zeuge von Hörensagen ist. Nachdem er aber insistiert ist, müssen wir ihn vernehmen und wir müssen eben die Dinge aus ihm erfragen, die er von Hörensagen weiß. Die Frage würde ich an sich zulassen. Falls Ihren Widerspruch aufrechterhalten, werde ich einen Gerichtsbeschluss herbeiführen. Herr Oberstaatsanwalt, die Frage ging dahin, ist Ihnen der Zeuge Jost, ist Ihnen der Generalmajor Jost bekannt? Nein. Er hat beantwortet die Frage, ob ihm Dr. Best bekannt sei. Ja, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er, dann hat er erwähnt, dass Dr. Best eine eidesstattliche Erklärung ja. abgegeben hat, die Jost betrifft. Und da habe ich gefragt, was ist ihm über den Inhalt dieser eidesstattlichen Erklärung des Dr. Best über das Verhalten des SS-Führers Heinz Jost bekannt? Ja, wir werden darüber entscheiden. Wir werden entscheiden über die ausstehenden Fragen des Herrn Rechtsanwalts Dr. Laternse und des Herrn Oberstaatsanwalts Grossmann und werden dann den Zeugen zu Ende vernehmen und dann in die Mittagspause eintreten. An affidavit was submitted in Jost's behalf by a Dr. Werner Best, at that time imprisoned in Copenhagen. Eine eidesstattliche Erklärung wurde für Jost durch Dr. Best vorgelegt. The relevant and significant part of the affidavit is embraced in the last paragraph. Der zutreffende und bedeutende Teil dieser eidesstattlichen Erklärung ist im letzten Abschnitt enthalten, Absatz enthalten. Which with the approval of the court I will read. Welchen ich mit Genehmigung des Gerichtes verlesen möchte. Herr Vorsitzender, darf ich vielleicht noch hinzufügen? Ich glaube, der Zeuge hat noch bekundet, dass Dr. Best, als er das Affidavit abgab, in Kopenhagen inhaftiert war. Ja.
Haben Sie das nicht übersetzt? Hat der Zeuge das gesagt? Das ist mir entgangen, ja. Hat er gesagt. Ja. Also, vorlesen würden Sie uns zunächst aus dem Gedächtnis sagen, was Sie davon noch wissen, von dieser Erklärung. First of all, would you please tell us from memory what you know about this affidavit? It was presented during the Einsatzgruppen trial as a part of the defendant's document book. Es wurde im Einsatzgruppen, in der Einsatzgruppenverhandlung als Teil des Dokumentenbuches für den Angeklagten vorgelegt. And as such would not be a part of the transcript of the record. Und als solches wurde es nicht Teil des Verhandlungsprotokolls. The document books were not made part of the stenographic transcript record. Die Dokumentenbücher wurden nicht Teil der stenografischen Aufzeichnung des Protokolls. But I do remember this document. Aber ich erinnere mich an dieses Dokument. Ja, vielleicht kannst du der Zeuge der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen, damit sie ihre Fragen stellen kann. Perhaps you may make it available to the prosecution, so that the prosecution may pose their questions. Bitte schön. Herr Zeuge, wurde dieses Affidavit nur vorgelegt von der Verteidigung oder wurde es auch zur Urteilsfindung zugelassen? Mr. Witness, was this affidavit only presented by the defense or was it also admitted into evidence? It was admitted into evidence. Es wurde als Beweismittel zugelassen. Sind noch Fragen der Staatsanwaltschaft? Herr Zeuge, ist es richtig, dass Dr. Best in diesem Affidavit gesagt hat, dass Joost ihn von Riga aus besucht hat? Mr. Witness, is it true that Dr. Best said in that affidavit that Joost was looking for him from Riga? That is true. Das ist wahr. Ist es richtig, dass er Best erklärt hat, er kritisiere die Erschießung der Juden? Is it true that he told Best that he was criticizing the shooting of the Jews? That is absolutely correct. Das ist vollkommen richtig. Ist es richtig, dass er erklärt hat, er weigere sich an weiteren Judenerschießungen teilzunehmen und die entsprechenden Befehle auszuführen? Herr Präsident, nach dem dritten ist es richtig, dass bei dem Herrn Staatsanwalt offenbar der Text dieser Urkunde vorliegt, muss ich wieder widersprechen. Ich halte das nun für einen klaren Fall der Umgehung des Verbots, schriftliche Aussagen von erreichbaren Zeugen in ein Verfahren einzuführen. Ja, es könnte an sich dem Zeugen Best direkt vorgehalten werden. Aber der Staatsanwalt will offensichtlich eine Bestätigung dieses Zeugen haben, dass diese eidesstattliche Versicherung von dem Herrn Best stammt. Da hätte ich ja nichts dagegen, aber er will den Inhalt der eidesstattlichen Erklärung auf diesem Umweg in das hiesige Verfahren einführen und das ist prozessual unzulässig. Ja. Herr Staatsanwalt, wir können diese Fragen an Herrn Best direkt vorlegen. Gut, ja. Bin damit einverstanden. Darf ich aber eine Frage noch an den Zeugen? Herr Zeuge. Mr. Witness. Dieses Dokument, das Sie hier übergeben haben, können Sie bestätigen, ob dieses Dokument von Dr. Best ausgestellt worden ist, ob diese Erklärung von Dr. Best abgegeben worden ist? This document that you have turned over to us, can you affirm that this... auch dieser Frage... Wieso denn? Der Zeuge hat... Wieso denn? Weil ich widerspreche, Herr Oberscheidt. Nein, man... Nicht wieso. Den Grund will ich jetzt angeben. Ja, der Zeuge hat vorhin gesagt, dass die Erklärung ausgestellt worden ist in Kopenhagen. Der Zeuge war nicht dabei. Er war damals in Nürnberg. Der Herr Best war in Kopenhagen, auf dem Hafen. Aber der Zeuge hat auf die Frage, ob das die eidesstattliche Versicherung auch zugelassen worden sei in Nürnberg, mit Ja geantwortet. Das heißt also, dass damals geprüft worden ist, die Herkunft dieses Dokuments, sodass wir diese Frage wohl nicht zu stellen brauchen. Damit ist die Vernehmung des Zeugen beendet. Wollen Sie bitte den Herrn Zeugen fragen, ob er bereit ist, das, was er gesagt hat, mit gutem Gewissen zu beschwören? I consulted the green book on the Einsatzgruppen trial. Ich möchte das Gericht bitten,
Als ich zurück zum Hotel kam, habe ich in diesem Buch nachgesehen über das Einsatzgruppenverfahren. And I find that I sentenced Gustav Noske to life instead of 20 years as I had stated. Und ich finde, dass ich Gustav Noske zu lebenslänglich verurteilt habe, anstatt 20 Jahre, wie ich es hier ausgesagt habe. Er ist aber nachher begnadigt worden. Ja, bitte schön. However, the sentence was then commuted. Yeah, it was commuted to 10. Ja, es wurde auf 10 Jahre zurückgeführt. You see, 20 years have passed since then, so I made that little... Es sind schon 20 Jahre her, also habe ich den kleinen Fehler. Diese Aussage muss der Zeuge unter Bezugnahme auf den von ihm bereits geleisteten Eid machen. This testimony you must give, making reference to the oath that you have already rendered. Yes, that's the reason I wish to make that correction. Ja, das ist der Grund, warum ich diese Korrektur anbringen möchte. Ich danke schön. And may I be allowed to thank the court for the courtesies they have extended to me. Und erlauben Sie mir, dass ich dem Gericht für die Höflichkeit danke, die mir gewährt wurde. Es sind keine Fragen mehr, der Zeuge kann wieder entlassen werden. Ich danke.